Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich mal ein ganz besonderes Video zum kreativen Quantenbewusstsein machen, das ich eigentlich schon seit einigen Monaten machen wollte, aber immer wieder vergessen habe. Und zwar geht es darum, wie wir den göttlichen Funken in uns direkt spüren, fühlen, erfahren können. Und zwar sofort, ganz deutlich und sehr, sehr wohltuend. Und für viele Anwender des kreativen Quantenbewusstseins sofort spürbar, sehr erlösend. Dieses Video wendet sich wieder ganz besonders eben an Anwender meines kreativen Quantenbewusstseins, die den Prozess kennen und die da schon mit herumgespielt haben und das gefühlt erfahren haben. Aber da ist dieses Video im Grunde genommen als ein ganz fester Bestandteil genauso dazugehörig wie eben die Lebensraumkugel, die Lebensraummatrix. Eben ein fester Bestandteil des gesamten Prozesses. Ich habe es einfach nur vergessen jetzt monatelang, obwohl ich in der Zwischenzeit oft am Telefon erfahren habe, wenn ich diese Übung, die ich im Nachhinein vorstelle und die jeder Anwender sofort nachvollziehen kann, ganz oft, jedes Mal erfahren habe, wie gut das tut. Wie gut das tut, wie erlösend und wie befreiend das für den einzelnen Menschen ist. Gerade wenn es um diese Begriffe, die ja für viele ein Knackpunkt sind, geht, die ich hier aufgeführt habe. Selbstwert, das Gefühl wertvoll zu sein, das Gefühl liebenswert zu sein, das Gefühl liebevoll zu sein, das Gefühl okay zu sein, wie ich bin, das Gefühl lebensberechtigt zu sein, so wie ich bin, das Gefühl verbunden zu sein, das Gefühl geliebt zu sein, unterstützt zu sein. Also für viele, viele Qualitäten, wo die meisten von uns so ein bisschen dran zu knabbern haben, weil wir eben alle konditioniert aufgewachsen sind. Und deshalb für die meisten von uns eben die Selbstliebe, der Selbstwert, das Gefühl, okay zu sein, so wie ich bin und viele andere Dinge eben nicht zu unseren normalen Basis- und Altersqualitäten gehören, sondern in der Regel läuft das in eine ganz andere Richtung. Nämlich, dass da ein großes Defizit und viel Selbstzweifel vorrangig herrscht. Und wir da über alle möglichen Techniken und Methoden versuchen, unsere Selbstliebe, das Gefühl okay zu sein, unseren Selbstwert wieder zu stärken. Aber bei allen diesen künstlichen Techniken und Methoden, die ja im Grunde genommen Kopfgeschichten sind, bleibt zum Schluss, egal wie lange ich das übe, immer noch so eine Restunsicherheit. Weil das eben allermeistens reine Kopfgeschichten sind. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn die Antworten direkt aus deinem tiefsten, innersten Kern kommen. Direkt aus deinem heiligen, spirituellen Herzen, aus deinem innersten Kern, eben aus dem göttlichen Licht heraus. Direkt aus dem göttlichen Funken heraus, der in jedem von uns immer, meistens allerdings völlig unbemerkt, vorhanden ist. Und darauf wartet, dass du dich direkt daran wendest. Und das geht für jeden, der mein kreatives Quantenbewusstsein kennt und den Prozess schon einige Male wirklich auch gemacht hat, ganz leicht und sofort und vor allen Dingen sofort fühlbar, ganz befreiend erfahrbar. Und das wollen wir jetzt in diesem kleinen Video einfach mal so schrittweise durchgehen. Wie das geht. Mir fällt übrigens gerade auf, wo ich hier so den Begriff des göttlichen Funkens in uns, in einem jeden Menschen anspreche, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich monatelang mich gegen dieses Video gesträubt habe, weil gerade mit dem göttlichen Funken, mit dem Licht in uns, da wird ja mittlerweile in dem ganzen rosaroten Bereich so viel Mummenschanz betrieben, dass man sich schon fast scheuen muss, ich zumindest, überhaupt diesen Begriff
in den Mund zu nehmen, wenn es um Bewusstheit geht. Aber es ist ein ganz bewusster Prozess, wo ich wirklich diesen inneren göttlichen Funken erfahren kann. Das wirst du gleich merken. Und da brauche ich auch nicht besonders verklärt gucken, wie das ja schon fast üblich ist in manchen Bereichen, oder besonders salbungsvoll reden, weil das eben ein ganz, ganz natürlicher Prozess ist, der uns viel näher ist wie unser Atem. Und wie du das sofort fühlen, erfahren kannst, das stelle ich jetzt hier vor. Ganz genau und in einzelnen Schritten. Da ich mich ja mit dem Video hier eben an Anwender meines kreativen Quantenbewusstseins wende, gehe ich auf den Prozess nicht weiter ein und alle weiterführenden Links, die stehen ja unten in der Beschreibung. Eben für jemanden, der das noch nicht kennt. Ich mache das jetzt mal ganz schrittweise. Anfangen tut der Prozess ja immer mit dem Umschalten vom Kopf auf das Herz. Also immer so, als wenn wir mit einem tiefen Atemzug, so wie mit einem Fahrstuhl, mit unserem Bewusstsein vom Kopf in das Herz fahren. Also so, als wenn wir mit dem Aufzug da runterfahren. Ein tiefer Atemzug ins Herz und ausatmen. Und dann bist du ja in der Position der reinen Präsenz. Bist also nicht vom Kopf, sondern von deinem spirituellen Herzen aus da. Weil das ja auch der wahre Mittelpunkt deines Daseins ist und nicht der Kopf. Und dann nimmst du ja, das ist ja der nächste Schritt im Prozess, so von diesem Dasein aus, von der reinen Präsenz aus, hinter den geschlossenen Augen, den Raum wahr, in alle sechs Richtungen, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nimmst also diese unendliche Stille, den unendlichen Frieden, diese Leere wahr. Und aus dieser Position heraus führt ja unsere Aufmerksamkeit vom spirituellen Herzen aus weg in alle sechs Richtungen. Also der Ausgangspunkt ist das spirituelle Herz und die Aufmerksamkeit führt davon weg, so wie ich das in der Grafik zeige. Das Zentrum ist unser spirituelles Herz und die Aufmerksamkeit führt davon weg. Aus der Position des spirituellen Herzens heraus führt die Aufmerksamkeit dann davon weg nach außen, also aus der Sicht des spirituellen Herzens aus. Denn aus dieser Perspektive ist das spirituelle Herz der Kern, das Zentrum innen und der leere Raum ringsherum außen. Und auch wenn du dann im Rahmen des Prozesses mit einer Bewusstseinseinheit arbeitest, die du auftauchen lässt, wo eben Etikett draufklebt, ist es immer diese Richtung der Aufmerksamkeit. Die geht immer vom Zentrum, vom spirituellen Herzen weg. Und ist dann von da aus gesehen nach außen gerichtet. Und wenn wir eben unsere Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken, dann können wir den göttlichen Funken, der auch immer da ist, nicht erkennen, nicht entdecken. Denn der göttliche Funke, unsere direkte Verbindung zum lieben Gott, sag ich mal, oder zur Schöpfung, oder von mir aus auch zum großen Zampano, der befindet sich genau im Zentrum unseres spirituellen Herzens. Dort ist im Grunde genommen die Verbindung von uns zu Gott. Zieh dich da jetzt bitte nicht an irgendwelchen Worten hoch. Irgendwie muss ich das ja ausdrücken. Du kannst auch sagen, das ist die direkte Verbindung zum Schöpfer oder zur Schöpfung. Zieh dich da nicht an den Worten hoch, sondern probier das einfach aus, dann wirst du das fühlen. Auf jeden Fall ist dieses Licht im Zentrum deines spirituellen Herzens, deine direkte Verbindung zum Ursprung, da, wo du herkommst, da, wo wir alle herkommen. Das ist die direkte Verbindung zur Quelle. Vielleicht kennst du ja diese spirituelle Weisheit, wir kommen alle aus dem Licht und gehen wieder ins Licht. Oder wir kommen vom Licht
und gehen ins Licht. Und wir sind alle immer in jedem Moment, bei jedem Atemzug unseres Daseins in dieser Welt. Wir sind alle immer mit der Quelle ganz direkt verbunden, bemerken das aber in der Regel nicht. Und wir können auch alle immer ganz direkt mit der Quelle kommunizieren und erhalten auch Antworten. Ganz deutlich fühlbar, spürbar, erfahrbar. Und die Antworten, die da kommen, das ist eine ganz andere Art von Wissen als irgendein Wissen, das wir im Kopf abgespeichert haben. Da gibt es keinen Zweifel. Das ist wirklich echtes Wissen, was von ganz tief innen herauskommt, aus der Quelle heraus. Wenn du deine Antwort an die Quelle direkt wendest und da eine Antwort kommt, dann ist das völlig zweifelsfrei. Dann ist das so. Und das fühlst du ganz, ganz deutlich. Aber um da Fragen zu stellen, müssen wir uns eben der Quelle zuwenden. Das bedeutet, dass wir dann unsere Aufmerksamkeit im heiligen Raum umkehren müssen. Also mit unserem inneren Auge von der reinen Präsenz heraus nicht nach außen in den leeren Raum schauen, sondern unseren inneren Blick umkehren und damit natürlich die Aufmerksamkeit und direkt ins Zentrum schauen. Dann sehen wir bzw. spüren wir sofort, dass da das Licht ist. Zwischenbemerkung, geh da einfach, wie immer im kreativen Quantenbewusstsein, ganz spielerisch mit um. Dann merkst du das schon. Also mach einfach den Prozess so wie bekannt. Nimm die Leere, die Weite, den stillen Frieden in alle Richtungen wahr und schau einfach so mit dem inneren Auge so in die Leere, in die Weite. Und dann drehst du eben deine Aufmerksamkeit um, so als wenn du auf einmal so in das Zentrum deines spirituellen Herzens schaust. Siehst du ungefähr dann so, wie das hier auf dem Bild dargestellt ist. Als wenn du auf einmal dahin schaust mit dem inneren Auge und nicht nach außen in die Leere. Dann kannst du sofort im Zentrum den göttlichen Funken, dieses innere Licht, die Verbindung zur Quelle, sofort spüren, wahrnehmen. Du weißt auf einmal, da ist es ja. Du spürst auch sofort diese Verbindung und kannst dann ganz direkt Fragen an die Quelle stellen und erhältst deutlich fühlbare Antworten. Das ist dann mehr so eine Kommunikation rein auf der Gefühlsebene. Denn wenn da eine Antwort kommt, da gibt es nicht dran zu zweifeln. Das ist dann einfach Gewissheit. Das ist dann ganz gewiss. Das kommt von ganz tief innen heraus. Spiel damit rum, dann wirst du das fühlen. Und die Antworten, die da kommen, die fühlen sich bis jetzt für jeden Menschen, mit dem ich da telefoniert habe und wo ich dann diese Übung durchgegangen bin, sehr, sehr befreiend und erlösend auch an. Denn gerade wenn es um diese Qualitäten geht, die ich eingangs des Videos angesprochen habe, also um Selbstwert, um Selbstliebe, um okay sein, da ist dann eine Antwort, die direkt aus der Quelle kommt, wesentlich hilfreicher und vor allen Dingen auch überzeugender. Da bedarf es dann keiner Überzeugung als irgendeine Antwort, die du dir aus Kopfgeschichten durch irgendwelche Techniken und Methoden erarbeitet hast. Da du den Prozess des kreativen Quantenbewusstseins ja kennst, gehe ich das Ganze jetzt mal mit dir im Schnelldurchgang durch, damit du weißt, wie das gemeint ist und dann wirst du es sofort fühlen. Also nimm dir einfach ein paar Minuten Zeit und dann führe ich dich jetzt da durch. Setz dich einfach aufrecht und gerade hin. Schließ die Augen, atme vielleicht ein paar Mal etwas tiefer und etwas ruhiger und dann machst du mit einem tiefen Atemzug eben das Umswitchen vom Kopf ins Herz.
atme ganz tief in dein Herz und dann ist es immer so, als wenn du mit dem Fahrstuhl vom Kopf ins Herz runterfährst. Tiefer Atemzug. Ausatmen, dann strömt das so vom Herzen, vom spirituellen Herzen, vom Zentrum aus. In alle Richtungen aus. Dann nimmst du so mit deinem inneren Auge den Raum wahr, in alle Richtungen. Meistens reicht, wenn du das oft genug gemacht hast, ja so ein Rundumblick. Und dann merkst du, dass du normalerweise die Aufmerksamkeit vom Zentrum aus weglenkst, also so in die Leere schaust. Du weißt aber, wo dein Zentrum ist, das spirituelle Herz. Und dann kehrst du jetzt die Aufmerksamkeit um, so wie auf dem Bild vorhin, und guckst so in das Zentrum mit dem inneren Auge. Und dann kannst du auch sofort das innere Licht entdecken. Du brauchst das nicht zu sehen, wenn ich sage bei den Übungen, ich sehe da was, in der Regel sehe ich da gar nichts. Ich weiß aber, ah, da ist es. Das Schlimmste, was da jemand machen kann, sowieso bei der Arbeit im heiligen Raum, ist anzufangen zu visualisieren. Visualisieren ist eine Kopfgeschichte, das läuft im Kopf ab. In dem Moment katapultiere ich mich sofort aus der reinen Präsenz wieder heraus. Also spiel da einfach mit rum, dreh die Aufmerksamkeit um, richte deine Aufmerksamkeit auf das Zentrum, sieh so mit dem inneren Auge in das Zentrum und entdecke da das Licht direkt im Zentrum. Spielen, immer mit großer Leichtigkeit spielen. Du kannst nichts falsch machen, nie in diesem Prozess. Wenn du dann deine Aufmerksamkeit umgedreht hast, auf das Zentrum des spirituellen Herzens, also auf das Licht ausgerichtet hast, ich sag mal mit dem inneren Auge dahin siehst, dann kannst du Fragen stellen. Und du bekommst dann auch Antworten. Du brauchst einfach nur auf die Antwort zu warten. Und zwar fühlbare Antworten. Also wenn du deine Aufmerksamkeit umgekehrt hast, dann kannst du an das Zentrum, wenn du da so mit deinem inneren Auge hin siehst, zum Beispiel die Frage stellen, bin ich okay so, wie ich bin? Und dann warte einfach die Antwort ab. Mach nichts, warte einfach ab. Aber meistens kommt die Antwort sofort. Als ich damals diesen Prozess für mich entdeckt habe, als ich die Aufmerksamkeit umgekehrt habe und die Frage gestellt habe, dann kam die Antwort, das fühlte sich so ruhrgebietsmäßig an, sag ich mal. Dann kam also so die Antwort, ganz schnell, ja klar, das war aber so eine Gewissheit, achte einfach auf deine Gefühle. Als ich da so die Frage gestellt habe, bin ich okay, so wie ich bin, dann kam sofort aus diesem Zentrum raus so eine gefühlsmäßige Antwort, ja klar, was da aus der Quelle kam, das war aber absolute Gewissheit. Da gab es nichts dran zu deuteln oder gar zu zweifeln oder so. Und ich habe dann eben weiter gefragt und gefragt, bin ich liebenswert? Dann kam sofort wieder, so von ganz tief innen, spiel das einfach durch, das wirst du dann merken. Dann kam wieder sofort die Antwort, ja klar. Und dann habe ich weiter gefragt, bin ich liebevoll? Dann kam sofort wieder, ja klar, das war aber immer absolute Gewissheit, die von ganz, ganz tief innen herauskam. Und dann habe ich eben weitergefragt, so die ganze Litanei, sag ich mal, von diesen Qualitäten, wo wir so alle dran zu knabbern haben. Dann habe ich gefragt, bin ich wertvoll, so wie ich bin? Dann kam wieder von innen sofort so eine Gewissheit, ja klar. Dann habe ich gefragt, bin ich lebensberechtigt, so wie ich bin? Darf ich mich entfalten, so wie ich bin? Dann kam wieder sofort, ja klar. Da ich davon ausgehe, dass du mein kreatives Quantenbewusstsein kennst und eben schon damit rumgespielt hast, wirst du das wahrscheinlich jetzt schon gefühlt haben, wenn du wirklich mitgemacht hast. Das ist beim kreativen Quantenbewusstsein sowieso so. Vom sich Videos anhören oder ansehen hat niemand etwas, nur wenn ich diesen Prozess auch wirklich mache.
Nur dann werde ich das Fühlen erfahren, ansonsten nicht. Aber wenn ich es wirklich mache, dann kann ich eben alles, was ich in den Videos vorgestellt habe, auch sofort fühlen, erfahren, spüren. Naja, und weil ich eben auch skeptisch bin wie jeder, habe ich dann natürlich immer weiter gefragt und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und da ich mittlerweile ein ganz besonderes Verhältnis zum großen Zampano habe, ich sag mal zur Schöpfung, zum lieben Gott kannst du auch sagen, spricht er immer ruhrgebietsmäßig mit mir, sag ich mal so in den Antworten. Dann kam wirklich, weil ich immer mehr gefragt habe, bin ich dies, bin ich das, bin ich tralala, habe ich Achtung verdient und eben diese ganzen Sachen. Dann kam wirklich nachher, es hört sich jetzt total bescheuert an, wenn ich das sage, so als wenn auf einmal die Antwort von innen herauskam, geh mir nicht auf den Keks. Es hört sich bescheuert an, ich weiß, aber das war so, ich musste selbst lachen, als ich das damals erfahren habe. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, spiel da einfach für dich so mit rum, wie es für dich passt. Ich kann dir aber eins versprechen, wenn die Antworten kommen aus dem Zentrum, dann ist das was ganz, ganz anderes als irgendwelche Kopfgeschichten. Das ist auch sehr befreiend, wenn ich dann auf die Frage, bin ich okay so, wie ich bin und darf ich so sein, wie ich bin, wenn da von innen heraus diese Antwort kommt, ja klar. Oder wenn von ganz tief innen heraus die Antwort kommt auf die Frage, bin ich liebenswert? Ja klar. Oder bin ich wertvoll? Ja klar. Das ist was ganz, ganz anderes als irgendwelche theoretischen Kopfgeschichten. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, spiel damit rum und mach das. Denn wenn diese Antworten kommen, die absolut gewiss sind, dann ist das auch sehr, sehr erlösend, weil ja die meisten, die allermeisten von uns sich ihr Leben lang mit den Antworten auf diese Fragen ganz, ganz viel Stress bereiten und das immer wieder im Kopf versuchen und wieder und wieder. Aber wenn die Antwort von der Quelle kommt, dann brauchst du dich nicht mehr zu fragen. Dann weißt du für dich, was innere Gewissheit ist. Bedeutet, sich selbst ganz gewiss zu sein. Und das wünsche ich auch dir von ganzem Herzen. Und bis zum nächsten Mal, alles Gute.